Good morning and a third beautiful good morning. Guten Morgen und einen dritten schönen guten Morgen. We are back with Ephesians chapter 1. Wir sind zurück bei Epheser Kapitel 1. Look what the Apostle Paul continues to tell us. Schau, was Apostel Paulus uns als nächstes sagt. May God himself, the heavenly Father of our Lord Jesus Christ, möge Gott selbst, der himmlische Vater unseres Herrn Jesus Christus, release grace over you and impart total well-being into your lives. Gnade über euch freisetzen und vollkommenes Wohlergehen in euer Leben hineinlegen. I don't like how the Passion translated this. Mir gefällt nicht, wie es die Passion-Übersetzung hier ausdrückt. And I don't have to like it. Ich muss es nicht mögen. But I don't. Und ich tue es auch nicht. Most versions, most translations translate this with grace and peace from the Father of our Lord Jesus Christ. Die meisten Versionen, die meisten Übersetzungen übersetzen dies mit Gnade und Frieden vom Vater unseres Herrn Jesus Christus. And I will tell you why I don't like the way the Passion has translated this. Ich sage dir, warum es mir nicht gefällt, wie die Passion dies übersetzt. And I will tell you how I understand what this actually means from the original language of the Bible. Und ich erzähle, wie ich das in der Originalsprache der Bibel verstehe. I understand grace and peace. I think I understand it. Ich verstehe Gnade und Frieden. Ich denke, ich verstehe es. The only part that I don't like in the Passion is this. Der einzige Teil, der mir in der Passion-Übersetzung nicht gefällt, ist folgender. The Passion translates it that may God release it over you. In der Passion-Übersetzung heißt es, möge Gott über euch freisetzen. And may he impart something to you. Und etwas in euer Leben hineinlegen. See, I don't think that even fits in what Jesus did already on the cross for us. Ich denke nicht, dass es zu dem passt, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. And I don't think that even fits with everything that the Apostle Paul has taught. Ich denke auch nicht, dass es zu dem passt, was Apostel Paulus gelehrt hat. And I don't know why they translated it like this, but I will explain to you what I believe it means. Ich weiß nicht, warum sie es so übersetzt haben, aber ich erkläre mal, was das meiner Meinung nach bedeutet. In the early church, in der Urgemeinde, it was very common to have this greeting, grace and peace. War es sehr üblich, den Gruß Gnade und Frieden zu sagen. But what did it mean? Aber was bedeutete das? Did Paul really express that God still needs to give grace and peace to his own beloved children? Wollte Paulus damit wirklich ausdrücken, dass Gott seinen geliebten Kindern immer noch Gnade und Frieden geben muss? I don't believe so. Das glaube ich nicht. In fact, in my understanding, nach meinem Verständnis, the first part of verse 2 and the second part of verse 2, the way it's translated, even contradicts itself. Widersprechen sich sogar der erste und der zweite Teil von Vers 2, so wie er übersetzt ist. I tell you why. Ich sage dir warum. If I'm totally one with Jesus, that means I already have grace and peace. Wenn ich völlig eins mit Jesus bin, heißt das, dass ich bereits Gnade und Frieden habe. Because it means I have absolutely everything that Jesus has, because him and me are one. Denn es bedeutet, dass ich absolut alles habe, was Jesus hat, weil er und ich eins sind. It also would mean that if God still would have to release grace and impart peace to me, he would also still have to impart it to Jesus. Das heißt auch, dass Gott, wenn er noch Gnade und Frieden freisetzen müsste, dies auch noch Jesus geben müsste. So here is what I believe it meant when Paul wrote it. Deshalb glaube ich, dass Paulus, als er dies schrieb, Folgendes meinte. He was reminding the Christian to actively and daily live in the grace and peace that we have through Jesus Christ. Er wollte die Christen daran erinnern, aktiv und täglich in der Gnade und dem Frieden zu leben, die wir durch Jesus Christus haben. And this is something we always need to be reminded of. Das ist etwas, an das wir immer wieder erinnert werden müssen. How few Christians have learned to live in the grace that is already theirs. So wenig Christen haben gelernt, in der Gnade zu leben, die ihnen bereits gehört. See, I personally don't like empty words. Ich persönlich mag keine leeren Worte. I don't like when Christians just say things and they don't even know what they're saying. Ich mag es nicht, wenn Christen nur etwas sagen und nicht einmal wissen, was sie damit sagen. And I like it even less when Christians say one thing but live another thing. Noch weniger mag ich es, wenn Christen das eine sagen,
aber etwas anderes leben. And I've been in so many meetings where people use the word grace and peace just as a nice little greetings, but they themselves don't experience it. Ich war schon in so vielen Versammlungen, in denen die Leute die Worte Gnade und Frieden nur als nette kleine Begrüßung benutzen, aber sie selbst erleben es nicht. God's word have creative power. Gottes Worte haben eine schöpferische Kraft. So we have to be careful what we speak and how we use the words. Deshalb müssen wir darauf achten, was wir sagen und wie wir die Worte verwenden. So I think Paul is trying to remind and encourage a Christian, guys, make sure you daily live by God's grace and by his peace. Ich denke, Paulus will die Christen daran erinnern und ermutigen, Leute, achtet darauf, dass ihr täglich aus Gottes Gnade und seinem Frieden lebt. I could record probably 50 devotionals just about grace. Ich könnte wahrscheinlich 50 Andachten nur über Gnade aufnehmen. And I'm not going to do that. Das mache ich nicht. But let me just talk a little bit about it, because it is important for Christians to really understand. Ich möchte nur ein wenig darüber sprechen, weil es für Christen wichtig ist, Gnade wirklich zu verstehen. If we define grace as the undeserved favor of God, we limit it. Wenn wir Gnade als die unverdiente Gunst Gottes definieren, schränken wir sie ein. Grace is undeserved, it's true. Gnade ist unverdient, das ist wahr. And grace is God's favor, it's also true. Gnade ist Gottes Gunst, das ist auch wahr. But grace is the divine ability for you to do things that you could not do without it. Aber Gnade ist die göttliche Fähigkeit, Dinge zu tun, die du ohne sie nicht tun könntest. And this is an aspect of grace that the church doesn't teach much about it. Das ist ein Aspekt der Gnade, über den die Gemeinde nicht viel lehrt. Paul taught it to the Corinthians. Paulus lehrt es den Korinthern. He said in the 15th chapter and in the 10th verse. Er sagt in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 10. That I've worked more than all of you. Ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Then he said, it was not me, it was God's grace in me. Dann sagt er, das lag nicht an mir, sondern an der Gnade Gottes in mir. Paul said in the second epistle to the Corinthians in the 8th chapter. Paulus sagt im zweiten Brief an die Korinther im 8. Kapitel. I don't want you to be unaware of the special grace in the churches of Macedonia. Ich möchte nicht, dass ihr der besonderen Gnade in den Gemeinden in Mazedonien nicht gewahr werdet. And then he describes this grace. Dann beschreibt er diese Gnade. He told them they were extremely joyous in really difficult situations. Er sagt ihnen, dass die Mazedonier in wirklich schwierigen Situationen extrem fröhlich waren. See, that's the grace Paul wanted the Christians to live in day by day. Paulus möchte also, dass die Christen in dieser Gnade tagtäglich leben. Paul said that they gave beyond their ability. See, that's grace expressed in practical ways. Paulus sagt, dass sie mehr gaben, als sie konnten. Das ist Gnade, die auf praktische Weise zum Ausdruck kommt. Look what the letter to Titus about grace. Schau dir an, was Paulus im Brief an Titus über Gnade sagt. He says the grace of God has appeared to all men to teach them to live godly lives. Er sagt, dass die Gnade Gottes allen Menschen erschienen ist, um sie zu lehren, ein gottgefälliges Leben zu führen. So Paul was not making a nice little greetings in a letter because he didn't know how to start it. Paulus hat also keine nette kleine Begrüßung in den Brief geschrieben, weil er nicht wusste, wie er diesen anfangen sollte. He was reminding that from the Father himself and of the Lord Jesus Christ we have a divine ability to live different lives. Er wollte daran erinnern, dass wir vom Vater selbst und vom Herrn Jesus Christus die göttliche Fähigkeit haben, ein anderes Leben zu führen. And he wanted them to live it daily. Er wollte, dass wir es täglich leben. See you tomorrow. Bis morgen.